Aber wir können den eh erstmal pullen, oder? Wir müssen dann eh noch auf Tag warten. Ja. Erstmal pullen und dann wieder die spawnen lassen und dann auf Tag warten. Ich würde jetzt vielleicht nicht gar nicht unbedingt auf Tag warten, wenn wir ready sind, sind wir ready. Ich würde jetzt nur noch die Pfeile. Ja, halt dann skippen. Also was heißt den Tag halt skippen, die Nacht, weil vielleicht kannst du länger dauern. Und wenn es dunkel wird, ist ja doof. Ja. So. Warte, ich stell her, so gut es geht. Wo stellt denn der überhaupt her? Ist da gar kein Platz mehr? Da. Das ist daneben geschmissen, oder? Ja, nimm mal. Hm? Was, Bibo? Warte mal. Ich mal kurz. Oh, geil. Der ist hinter dir. Für den Fight gleich. Was hast du? Hab ich gedroppt. Kann wir schon Feuerpfeile herstellen? Hast du beide genommen, Zero? Was? Inventar? Was hast du denn ja, gegeben? Ich hab beide genommen, hups. Hier. Da liegt's. Was? Obstsalat, geil! Einer fehlt noch. Gigantisch. Was ist denn der Jaro? Was ist denn dieses Silizium-Dings da drin? Muss man alles voll. Der hat die Pfeile neben das Ding geworfen, weil es voll war. Deswegen habe ich mal jetzt ein paar Sachen rausgetan. Also währenddessen sogar raus tun Sachen hier. Hm? So viel Fleisch noch dabei hat. Ich muss die nächsten herstellen. Warum kann man da 100 einen Auftrag geben? Frech. Soll man triggern? Hat jemand Lust, ihn zu triggern? Ich trigger ihn mal. Okay, dann schalte ich mal um auf sie. Bei dir ist das schon voll dunkel. Das ist noch voll hell bei mir. Ja, bei dir ist generell viel zu hell. Oh, ja, wegen dem Schatten. Ah, die Wolf, Wolf. Ui. Bitte, das raubt dir. Okay. Jetzt haben wir das Messer da. Ah, da ist das ist schon, okay. Jetzt müssen wir nur töten. Ja, jetzt können wir die Nacht kurz überschlafen. Dann passt das. Was ist denn diese Scheiße mit diesem Spam da und deinem im Chat? Was ist das denn? Das gab's halt gar nicht mehr. Ja, aber das gab's halt gar nicht mehr. Seit Ewigkeiten. Ja, die haben jetzt wieder die Zeit, wo sie damit anfangen, keine Ahnung. Was zum. Schlafen? Bin schon draußen. Was bringt mir das? Ja. Auch raus. Ich bereite noch gerade was vor. Okay. Sag dann Bescheid, ich stelle noch Pfeile hier. Kann mich gerade nicht ausloggen. Ja, musst warten, bis er gespeichert. Alle 10 Sekunden halt. Ja. Sag's dann Bescheid, ich bin beim Haus und leg mich da hin. So, Kraftauswahl. Boah, geil, Geschenke. Ui, Dremos. Geht ab hier, einfach 5 Geschenke. Dankeschön für den Support. Boah, geil, das geht. Geschenke. Wow. Alter, der ganze Screen ist voll. Danke dir, Dremos. Lass dich drücken. Boah, Kuss, geil, Kuss. Geschenke. Die Cam ist da aus. Auch draußen. Oder? Boah, geil, Geschenke. Okay, es gibt keine Einloggen. Hey, danke dir. Boah, geil, Geschenke. Wir sind hier gerade zu 5 am Zocken hier. Und jagen gleich einen Bosswolf. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, passt, geht gut. Schmerzen ein bisschen scheiße seit die letzten paar Tage. Aber ja, ein bisschen ablenken hier mit Stream und Spiel. Dankeschön, Grüße aus München in die Schweiz. Was für ein Kanton bist denn du? Welchem Karton lebst du? Danke dir. Einfach gegönnt. Hat mir, glaube ich, schon mal geklärt, habe ich vergessen.
Ja, wir spielen hier immer noch. Du warst eh schon mal da, als ich Ikarus gezockt habe, die Tage. Ich glaube, jetzt habe ich alle Pfeile hergestellt. Mehr Eisen ist nicht. Insgesamt 1, 2, 3, 476 haben wir jetzt. Und es ist windig. Warten wir noch den Ultrasturm ab, oder was? Oh, Materie ist ja hier. Krass, exotische Materie. Wie geht's dir denn? Geht's dir gut? Ich habe mir schon mal 100 genommen. Es sind noch 376 sind noch im. In der Workbank. Ich fände es geil, wenn der Wolf nur nachts da wäre und der tagsüber wieder verschwinden würde. Das wäre zu schwer. Also bitte jetzt, ne, mein Freund. Übertreib mal nicht hier. das hab ich doch vorher auch gesagt. Zumindest auf Hardcore dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil ich den Wolf eigentlich ganz leicht fand. Echt? Ja gut, bei mir war es die zweite Mission, wir hatten keine Ahnung und ich war halt alleine. Ja, bei uns glaube ich auch. Aber wir haben uns einfach auf den Stein gestellt und haben den vom Stein weggeballert. Ging nicht, weil... Oder... Ging halt bei... Wir waren zu zweit, ja, aber... Ging halt bei uns nicht, weil irgendwie dazwischen laufen ist. Das ist nicht easy, muss ich sagen. Ich finde, alleine ist die Schwierigkeit. Der ist halt auf den Stein nicht hochgekommen. Da konntest du den die ganze Zeit, wir haben den am Ende gemessert. Ja. Aber der ist gut, doch immer weggelaufen. Das ist dann halt auch schon wieder sehr cheesy, ne? Das ist halt irgendwie, ja, kann sich nicht wehren. Irgendwie so. Das ist halt aber fast normal leider bei so Survival-Spielen. Das finde ich halt ein bisschen traurig. Ich feiere jetzt nicht unbedingt so Bosskämpfe bei Survival-Spielen, weil man muss immer irgendwie eine Möglichkeit finden, sie irgendwie zum Stucken zu bringen oder so. Irgendwie das Stucken. Können wir jetzt mal starten, Leute? Sturm. Du weißt, was ich vorhab, ne? Wer ist serious hier? Okay. Noch den Sturm. Genau das habe ich nämlich vor. Wenn ne, einer der Aqua hat, hier auf dem Ding steht und dann bremse ich. Der darf natürlich nur nicht hier hinten rennen, dann bremse alles hier ab. Der muss halt vorne stehen bleiben und dann schön die Aggro behalten. Ja, das mit der Aggro ist halt so eine Scheiße. Die ist halt nicht fix bei dem Game, dass die switchen immer. Wenn viele Spieler da sind. Ja, wenn du halt schießt, ne? Wenn du auf den Boss, aber der, das ist halt, ne? Regen auffangen weg. So. Machst du gerade so eine Brandwand dahin oder was? Sie abfackeln oder wie? Nö, nö, nö. Achso, was? Neu. Okay. Ich wollte die aber anzünden, das weißt du schon, ne? Die Dinger da. Dann brennt das eben auch noch. Okay, ich meine, ich zu dir an, ne? Ich hab dich umsonst. So. Hey, doppelt dann, ist doch gut. Dann haben wir hier One Minute Warning. Ich habe mir noch einen zweiten Langbogen hergestellt, weil ich weiß nicht, wie lange der hält. So, dann guck mal hier, wo ist denn das? Wo ist denn das? Ich habe jetzt mal markiert. Alle Marks sind, glaube ich, drauf. Okay, alle Buffs abgelaufen. Das und das. Okay. Einmal Fleisch, einmal Kürbis, einmal... Achso, ich habe das, diesen Obstsalat habe ich jetzt... Mann, den kann ich nicht drüber tun. Ich suche gerade nochmal die Höhle. Wo war die nochmal? Die war da... Wie viele Sekunden? Vorne? 200? Ja. Da hinten ist die, glaube ich. Ja, genau. Egal, passt. Habe ich. Wunderbar. Aber der kommt doch gar nicht so weit. Bei mir ist der Boss nie weiter gekommen als ein paar Meter von der Höhle weg. Doch, wenn du Agro ziehst, dann... Okay, let's go. Okay. Dann hier. Ich zünde die Lagerfeuer jetzt an, ne? Dann 3, 2, 1, fight. Soll ich jetzt wieder beitreten, oder was? Ja, ja. Ja, wir kämpfen ja schon. Wow. Wieso bist du denn nicht dabei? Oh Gott. Ja, Leute, Wölfe, ne? Ja, es hieß, dass wir alle verlassen sollen wegen Nacht. Haben wir doch schon lange gemacht. Schon lange. Es geht nur den Bosskampf. Nur den Bosskampf jetzt eben. Auf
Jahren? Toll, erstes Ding schon Wunder. Erstes Ding schon Wunder hier. Kommst du rein, Wolf? Wolf, komm rein. Hier. Ja, brennt schön, komm her, der Wolf. Komm her. Wolfi brennt. Nein, er ist nicht drin. Kommst du mit? Kommst du mit? Kommst du mit? Ich nicht. Oh, die falschen Pfeile auch noch. Oh, Bär. Oh Gott, Bär hat mich angehauen. Scheiße. Fuck. Boss und Bär greift mich an. Huch. Komm mich da rein, mach zu. Okay. Ja, schön brennen, du blöder Bär. Los, brennt da unten unter uns. Brennt. Schön. Und ich muss nochmal so ein Dings herstellen. Jetzt laggt es aber voll, ne? Ich kann noch nichts mehr herstellen, richtig. Hallo? Einfach ein ganzer Kampf hat das. Hochessen. Achso, entzüchtig. Das mit dem Ding haben wir ja schon längst gemacht. Wir warten nur noch gewartet und bis das Wetter vorbei ist. Nein, die Wand ist kaputt. Ey, ihr habt die Rippe weggerissen. Ich war das nicht. Ich hab nichts weggerissen. Ey, jemand hat die weggerissen. Dann bist du da. Die kann doch kaputt sein von Wölfen, weil die angegriffen haben. Mhm. Der rennt zurück. Warte, Treppe steht wieder. Bist du da, Smarty? Ja. Wunderbar. Treffzeit bin ich kritisch, aber oh, ist hochgekommen. Dieser Wolf hier ist so ein Buggen, ne? Und nö, du tust ihn ja zwingen zu buggen. Geh auch runter. Kurz hochessen. Tja, ist so langsam. Jetzt kommen die Wölfe wieder. Sechs Wölfe jetzt spawnen. Mhm. Vorsicht. Nimm dir ein Ding, wo die Wölfe rausbauen. Ein Stein. Ja, bin Stein und kommt's. So. Oh, es sind ein paar viele. Ja, das sind mindestens 4 bis 6. Ich bin am Stein rum, aber ich komm da nicht hoch. Doch, komm zu mir. Oh, shit. Ich kann da nicht hoch. Ich, der nichts gemacht hat, Kann ich mich wieder aufheben? Warum sind wir eigentlich nur zu zweit hier? Ich hab das Gefühl, wir sind nur zwei. Die Wölfe brennen gerade hier oben. Ich bin am Stein, ich hau den Boss. Ich schippe dich auch. Boss alleine bei mir, aber ist okay. Bogen spannt nicht mehr. Ach man, also das ist der Fehler, dass sie den nicht wegbringen. Das ist ärgerlich. Schieß und schieß einmal, spannt er nicht mehr. Immer noch wieder. Ich da. Okay, ich schieße. Hier bei mir. Vor so einem Stein. Ich kann das nicht. Ich kann dann schießen. Einfach nicht spannen den Bogen. Also einfach nicht direkt die Maustaste dann geht. Okay, er müsste gleich zurücklaufen. Also jetzt kommen dann Wölfe wieder. Wölfe incoming. Achso, ja stimmt, hast du ja recht, die Pfeile nehmen. Schon 50 verschossen hier. Okay, Wölfe kommen. Auf geht's. Oh, 4 Wölfe auf mir, Leute. Massaker hier. Vorsicht, lass uns nicht töten. Geil. Okay, gegenhallen. Ey, schon wieder so ein Ist der Boss noch da? Okay. Bei mir. Ja.
Scheiße. Wölfe down, Boss auf mir. Jawohl! Haben wir ihn? Haben ihn. World first! Zählt aber noch nicht als tot. Warum? Jetzt halt. Doch jetzt. Nö, jetzt haben wir 18 fettes Fleisch. Schade, dass wir es nicht für die nächste Mission kriegen. Ja, und so hatten wir das in der ersten Mission halt gemacht, ne? Wo wir frisch angefangen haben. Lagerfeuer drunter geballert und einfach verbrennen lassen. Da kommen noch Wölfe. Ja, nice. Durchgeschafft. Ein Messer Ultra, hey. Messer Ultra, also so geil. Ich muss auch sagen, Messer ist eine der geilsten Waffen, so. Schade, dass der Tech-Tree dafür nicht so geil ist. Also die Machete habe ich mal probiert, die Machete ist nicht so geil. Schade, weil Machete ist schon Ultra normalerweise. Machete wäre auch ja, mega. Damit soll man auch... Messer, geht schneller und... Aber ich habe so eine Vermutung, weswegen es die Machete gibt und wann es noch kommen wird. Weil da steht nämlich dran, ist für gut, um irgendwie Pflanzen oder so, irgendwie was kaputt zu machen und ist ja auch so normalerweise. Ich hoffe, dass es noch in ein richtiges Dschungelgebiet kommt, wo du halt dich durchmacheten musst. Ja, dann zurück, oder was? Oh, sind wir ja fertig, ne? Eigentlich können wir ja direkt nach Hause laufen. Ja. Zum Schiff. Vergesst das Ding nicht im Haus. Exotic. Hab ich mit. Okay. Ja. Nämlich noch das Fleisch hochheilen. Trotzdem hat er gut Schaden gemacht, der Boss und die Wölfe. So war es ja, so ist er nicht. Ja, der ist halt echt doch ein schwieriger Fight im Vergleich zu allen anderen Bossfights. Ja, weil einfach zu viele sind. Wenn der Boss alleine wäre, scheißegal, ne? Einfach die ganzen Sachen. Ich finde auch gar nicht mal, dass es zu viele sind. Das größte Problem, was ich habe, ist, dass die Wölfe keine Möglichkeit haben, dass du den Damage vermeiden kannst, wenn du gegen die kämpfst. Ja, das macht es halt so schwer. Bei Bären die beißen dich auf jeden und Elefanten Fall. Und Co. kannst du halt überall mit Movement irgendwie ausweichen. Aber generell könntest du ja gar nichts eigentlich beim Wolfen echt auch nicht so, also im echt, also es ist halt schwierig generell einen Wolf auszuweichen. Aber dann wäre es geil, wenn du irgendwie eine Armor die bauen kannst, die, weiß ich nicht, nur einen bestimmten Damage-Wert aushält, aber dass du, weiß ich nicht, irgendwie Lederpützer hast, die du dir irgendwie um die Beine wickelst und Arme. Dass du auch nicht wo blutest. Wo das Vieh sich erstmal festbeißen kann und erstmal keinen Damage kriegst. Dass du auch nicht blutest, weil wie kannst du bluten, wenn du so einen Anzug hast? Du hast doppelt Anzug an. Wie blutest du denn da? Verstehe ich nicht ganz. Also du hast einen Carbon-Anzug an, du hast einen Raumanzug an und mit dem ersten kleinen Kratzer blutest du. Hau. Naja, vielleicht im Gesicht, ne? Gesicht oder... Du hast doch komplett alles geschlossen an. Luftdicht verschlossen. Du hast gar keine offene Haut irgendwo. Also ist halt nichts. Keine Haut, nichts. Ja, Handflächen, Extremitäten halt, ne? Auch nicht. So wirklich. Ja, da hast du Handschuhe an. Also du hast doppelt Handschuhe an. Du hast einmal Handschuhe an plus Raumanzug. Oder nicht? Aber da beißt mir hier doch durch. Der Raumanzug, der hält aber nicht viel aus. Aber der erste nicht, schon. Der für 80 Euro. Der ist main. Ja, der ist schon. Da würden die Wölfe auch nicht durchkommen. Deswegen, den müssen wir uns noch holen. Alle. Ich bin ja halt generell ein Fan davon, wenn du entweder dir was bauen kannst, dass du halt den Damage vorübergehend aushältst. Ja, das ist ein Gegenwirk der Mechanik halt so ein bisschen. Das ist ganz geil. Oder dass du halt wie bei den Bären einen geilen Ausweichmove machen kannst. Ja, weil es doch noch ein Spiel ist. Also ich finde, die Rüstung hält sehr viel auf, bevor die kaputt geht. Ich glaube, die geht gar nicht kaputt, oder? Ja, aber die hältst bringt ja keinen Schaden ab mit der Rüstung. Die Rüstung ist ja keine Armor. Es wäre geil, wenn die Rüstung kaputt gehen würde, theoretisch. Du dafür halt einfach Schaden aushältst. Ich sag halt, Ark ist ganz gut da vom Beispiel her. Genau. Da geht die Rüstung gut, dann stehst du nackt da. Rüstungswert und ein bisschen weniger Leben, den Rüstungswert halt, ne, gegengerechnet. Das wäre halt cool, ne. Momentan ist es jetzt so, dass du physischer Widerstand hast, das heißt, pro Biss kriegst du halt weniger Schaden nur. Oder Kratzer oder wie auch immer. Ja klar. Aber Armor wäre halt Ultra. Es ist ja auch bei... Ich glaube bei 7 Days war das auch so, oder? Bauen. Es gibt keine Items, die du dir nehmen kannst, um irgendwie dich vorübergehend zu schützen. Es gibt keine richtige Armor, die tatsächlich stark ist. Es gibt ja nichts wirklich, was dich aushalten lässt. Obwohl du Stahl, Eisen, Carbon...
Aber wir sind ja erst im Jahr 8000 nach Christi, sei mal nicht so. Das dauert noch ein bisschen, bis die Entwicklung kommt. Warte, bis das Schiefpulver erfunden wird, dann gehen wir weiter. Ach stimmt, haben wir schon. Du kannst gar nicht von dem wissen. Wir brauchen das Federkleid. Ja, nächstes Mal schießt man eine Atomrakete. Federrüstung. Ja. Stimmt. Dann lacht er sich kaputt. Nee, auch nicht, weißt du? Dann lacht er sich kaputt. Ist die Station im Weltall so scheiße, dass die keinen Orbitalschlag machen kann? Ja. Ausgewählt. Sag mal, Nuklearschlag angefordert. Stand bei den Nuklearschlag immer eine Geschichte, dass sie dahergesiedelt wurden und extra die angepasst wurde für die Atmosphäre hier, die Tiere? Ja. Echt? Das hatten die Geschichte nicht mehr reingemacht, weil sie ja viele aufgeregt hatten, so, wie überleben die Tiere und die Menschen nicht hier ohne Maske? Das war schon immer so, die Leute haben es nur nicht gerafft, das ist das ganz große Problem. Ja, ich habe es auch nicht gerafft am Anfang. Ja, aber die Leute suchen dann nach, die sind nicht ganz zufrieden mit dem Spiel. Und dann wird nach Fehlern gesucht und dann wird sich an solchen Kleinigkeiten aufgehangen. Selbst wenn es keine Story dazu geben würde. Ja. Ey, Leute, es ist ein geiles Game. Und natürlich, es beste. Ist halt, außer ja, es wird gesagt, es ist auf einem anderen Planeten, damit du ein bisschen Stuff haben kannst. Ja, ein bisschen halt. So, Typico ist enttäuscht. Warum bist du denn enttäuscht von dem Spiel? Wir feiern das. Hey, das ist kein Spiel, was du ewig zockst. Du zockst so ein, zwei Wochen und Ende der Geschichte. Und dann kommst du wieder zu Patches zurück. So wie bei Ark, The Forest, Seven Days, Valheim und so weiter. Warum bist du denn enttäuscht? Ich finde für ein 20 passt das. Von 150 Stunden? Super, genau, Dynamit. Auch wenn du vom Teufel abschaust mit der 666. Ich habe auch heute wieder ins Forum geguckt und da war einer, der sich aufgeregt hat darüber, dass die Viecher ja viel zu schwer sind und du gegen Bären gar keine Chance hast. Sag mal, reicht das eigentlich, wenn man dann landet, muss ich das im Landeschiff, in Landefracht reinpacken, die Items, nee, oder reicht das, wenn ich die ohne Leiste? Du kannst die alles im Inventar haben. Wenn das Projekt Icarus abgeschlossen ist in ein paar Tagen, dann geht's weiter mit den üblichen Games hier, Sighty. Dann wieder Halo, COD, Quake, Forza Horizon. Ja. FIFA, League of Legends, Fortnite. Nee, also, es gibt Grenzen, du! Es gibt Grenzen. Ja, jetzt haben wir jetzt den 14. Aufnahmetag. Vielleicht wären es 18, 17. Keine Ahnung. Es ist ja schon, wir haben ja schon quasi das Spiel durchgeschafft, mehrfach. Wir machen dann noch eine schöne Finalmission mit 30 Tagen. Also 30 Tage nicht wirklich, aber halt, wir haben 30 Tage Zeit. Und ich spiele immer das Game, wo ich am meisten Bock drauf habe. Okay, ich muss mein Dude erstmal retten. Trinken und dann können wir von mir aus die nächste machen. Ich muss erstmal kurz hier meinen anderen Gaxler retten. Wo ist denn der? Hä? Check nicht, wo der ist. Sind schon alle weg? Ah ja, dann kann es nur noch die eine Kapsel sein. Ach, hier ist ein kleines Häuschen, Mann, wusste ich gar nicht. Da ist er ja. Zack. Und tschüss. Achso, nee. Ich wollte einfach seine Kapsel nehmen. Zu wenig Content-Missionen werden recycelt und man muss kaum was craften, um die Mission abzuschließen. Die extrem viele Bugs. Das ist Valheim 16 Leute weit länger. Okay. Okay. Wir arbeiten ja dran, ich kann, Update ich, heute. Also, wenn du nach Content gehst, hat das 1% Anteil vom Ark zum Beispiel. Aber für das, was ist es geil. Ich hab heute alleine mal diese eine Wüstenmission gemacht, wo dieses Gerät, diese Drohne suchen muss, zusammenbauen muss, das Gerät, ne? Hatte ein Rucksack hinten noch drauf gehabt, hab zusammengebastelt, das Item weggeflogen. Durch die Kollision. Und ich meine, ich will das Spiel nicht verteidigen. Aber Bugs in 2020 und 2021 hat jedes Spiel, was released ist, mehr Bugs als die letzten 10 Jahre Spielentwicklung. Battlefield, GTA, Cyberpunk und so weiter. So viele Bugs gab es noch nie in der ganzen Spielgeschichte eigentlich. So wie 2020, 2021. Jedes Spiel, es ist modern, ein Spiel rauszubringen, was kaputt geht. Oder was kaputt ist. Und sind wir dann die Beta-Tester, das ist Bananensoftware-Entwicklungspolitik, wie man das mir heute erklärt hat. Wir testen das, wir schicken die Bugs ein und dann fixen sie es in einem Jahr und im Jahr ist das Spiel interessant und wir brauchen nicht mehr spielen. Aber Hauptsache, die Spielentwickler haben Milliarden Gewinne, Milliarden Umsatz und wir sind die Deppen und testen es. Da sind wir aber selber schuld. Aber egal. So ist das halt. Das ist heutzutage modern.
Spiele, wenn du ein Spiel rausbringst, was funktioniert, das interessiert keinen. Das kommt nicht in irgendwelche Artikel. Das kriegt keine Aufmerksamkeit. Deswegen ist die beste Werbung, ein Spiel kaputt rauszubringen. Du musst dich anpassen. Und die Quad-A-Titel haben nicht die Eier in der Hose, in Early Access zu gehen. Zumindest die Indie-Entwickler haben ein bisschen das. Aber ja, ist halt einfach so. Ist halt schade. In den letzten 10 Jahren ist es halt nie so viele Bugs wie in den letzten 2 Jahren gewesen. Die Bugs in dem Spiel kannst du halt echt schon an einer Hand abzählen. Ja, das ist ja wie solche Bugs mit Absicht reinmachen, wie bei den Sollbruchstellen von Geräten. Genau, ich verstehe das, was du schreibst, Shadows. Im Endeffekt ist es egal, ob Entwickler oder Publisher schuld ist. Es hat sich einfach ins Negative geändert. Ich weiß auch, was du meinst. Die Publisher tun die Termine setzen und die Entwickler sagen, das ist niemals fertig. Doch, du musst es rausbringen, bla bla bla. Nein, ist nicht fertig, ist noch kaputt und so. Bring es trotzdem raus, du Arsch, sonst verlierst du deinen Job, du Stück Scheiße. Hier, bring raus das Spiel! Bring es raus, jetzt! Ja, okay, bring es raus. Aber es hat 3 Millionen Bugs. Und dann bringst du es raus und dann ist die Scheiße groß. Ist ja klar. Termin einhalten. Sonst verlieren die vielleicht ihren Job. Die kriegen einen Druck hier, Dates gesetzt. Also, wie heißt das hier? Dateline und sowas. Also, Valheim hatte auch seine Bugs. Das mit Valheim 0 Bugs, das stimmt auch nicht. Du hattest dann vielleicht keine, aber das war lucky. Es ist nicht, dass Valheim gar keine Bugs hatte. Nur, es gab früher auch Publisher, es gab früher auch Entwickler. Aber es ist halt alles gewachsen, ultramäßiger, kommerzieller geworden. Und es geht wie überall in jedem Geschäft, geht es nur um die verfickte Kohle. Egal, ob wir ein Spiel kriegen, was gut oder was schlecht ist. Wenn die Entwickler oder EA, wie zum Beispiel Battlefield, am ersten Tag Rekordspieler und Rekordumsatz gemacht hat, ist es scheiße, ob das Spiel gut ist oder nicht. Die Investoren sind glücklich. Also EA kriegt seine Kohle. Und was danach passiert, interessiert gar nicht keinen mehr. Weil die haben ihr Geld gemacht. Und Geld regiert die Welt und regiert alles. Von daher ist es, sind wie die Idioten und kaufen ein kaputtes Spiel und die Firmen stehen im Plus da und wir ärgern uns. Aber ich muss halt dran denken, es sind Unternehmen. Wäre man denn selber als Inhaber eines so riesigen Konzerns, wäre man denn anders? Nee, es ist dein Job und dich interessiert am Ende des Jahres die Bilanz. Die Zahl, nur die Zahl, die steht. Die Zahlen, genau, die interessieren dich als Chef. Aber die interessieren dich nicht nur, weil du so viel Geld wie möglich haben willst, die interessieren dich ja auch, weil deine Firma anhand ihres Wertes und allen ja auch ein bisschen geratet wird, da hängt von ab, wer arbeitet mit dir zusammen. Ist auch wegen Aktiengesellschaft, muss ja auch das ansehen. Wenn deine Firma nicht groß genug ist, ist es heutzutage sogar so, dass du Angst haben musst, dass du sonst einfach geschluckt wirst. Ja. Aber das ist der Vorteil von den Indie-Entwicklern, wenn du alleine Entwickler bist. Guck mal, die Spiele sind fast immer gut bewertet, aber der hat auch dir meist auch diesen Zeitdruck nicht, weil die bei Indie-Spielen musst weil die sich halt selber die Zeit setzen, ne? Dann will ich es fertig haben. Ja, da hast du doch nicht diese Führungsebene. Die haben halt auch Crowdfunding und so, weißt du? Die haben nicht diesen Druck, wie die Publisher den Entwickler einfach geben. Da hast du zwei der Leute, die reden miteinander in einem Büro. Stopp, warte mal ganz kurz. Also, Indie-Games, ganz wichtig, ja? Ihr sagt hier gerade, Indie-Games so geil und toll. Und auch Tipico. Deswegen sind Games von Indie-Entwicklern auch einfach besser. Nein. Es gibt gute Indie-Games. Aber die Masse an Indie-Games ist halt einfach Müll. Es sind halt, das muss man bedenken. Es sind tausend kleine Spiele. Sterne, die dabei rauskommen. Ja. Aber Indie-Games an sich sind Müll-Games. Also Sind vielleicht 1000 Spiele und davon ist ein oder zwei Spiele gut und das merkst du dann. Und das andere, es geht halt unter. Jede Woche 20, 30 Indie-Games raus, die dort neu hinzugefügt werden. Interessiert wenn man und das beste Indie-Game dann mit einem, ich bin schnell schiffen, sag ich mal, durchschnittlichen, guten, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Spiel ist, aber von einem großen Publisher hier mit einem durchschnittlichen Game zu vergleichen, ist halt auch immer schwierig, weil du hast also dann diesen einen, geile Game. Ich habe nur gesagt, dass es einfach der Unterschied ist zwischen einem Indie-Entwickler, der alleine oder zu zweit arbeitet, gegenüber ein Publisher, der die Leuten eine Deadline gibt, ne? Das habe ich gesagt. Das ist der große Unterschied. Du hast diesen extremen Drucken nicht. Und das ist nämlich genau das. Du hast mehr die Chance. Mehr Zeit, mehr Fehler auszuheben, gleich mehr bugfrei das Spiel vielleicht zu releasen, ne? Ich habe gesagt, jedes Ingame ist nicht gut. Das Problem aber, was ich auch sehe, die Spanne ist halt besser. Man muss halt größer denken. Warum machen sie die Deadlines? Und so, weil sie eine große Firma, die steht halt nicht alleine da. Das
Wie will man das erklären? Die hat halt noch ihre Firmen, mit denen sie zusammenarbeitet. Die haben wahnsinnig teure Entwickler teilweise unter Vertrag, mit denen sie arbeiten. Denen ihre Gehälter müssen Deals, bezahlt werden. Deals und Co. Genau, denen ihre Gehälter müssen bezahlt werden. Und so, das... Ja, genau. Du hast ja das, also das hast du halt beim Indie-Entwickler halt nicht. Du hast halt selbst durch Crowdfunding, du hast halt das, was du dir selber auszahlst praktisch. Aber ihr sagt, also du sagst... Du hast diese Umkosten halt nicht so extrem wie eine Firma. Du sagst, Fufi, dass sie Entwickler haben und sowas. Klar, große Entwickler, die viel Geld kosten, noch Werbedeals, verstehe ich alles. Aber bei den großen Publishern ist, glaube ich, mehr Copy-Paste als bei den kleinen. Also von den anderen großen und von dem eigenen Spiel, was davor war, mehr Copy-Paste. Und ob du da wirklich Genie-Entwickler brauchst, hast du nicht. Die tun sich ja diese Genie-Streiche von den Indies abschauen und machen es danach. Und noch wegen diesen Gehältern, das ist klar, bei den großen Firmen ist krass, aber die Indie-Leute haben ja auch nicht unendlich Zeit, denn sie müssen ja selbst ein bisschen was kriegen und auch davon leben, schätze ich mal, je nachdem, wie sie halt sind. Also haben die ja auch so ein bisschen Zeitdruck. Also nicht so viel wie die anderen, wegen diesen ganzen Deadlines und sowas, aber wenn du jetzt da zwei, drei Mann bist und du musst davon leben, musst du ja auch irgendwie schauen, dass du weiterkommst. Nicht immer, weil wenn man sich gerade dann dieses vergleicht in letzter Zeit, ich habe es ja auch gemacht mit Valheim viele. Wenn man aber mal guckt, was der Entwickler gesagt hatte, Valheim war gar nicht vergleichbar. Der hatte nie die Intention, das Spiel als große Geldquelle oder so zu machen. Er hat das als Hobby angefangen. Aus Leidenschaft. Denn seine Grundgedanke war gar nicht, damit jetzt. Ja, das kann man immer sagen. Kann man immer sagen, im Nachhinein. Aber wenn es einigermaßen eine gute Idee ist, wenn du Glück hast, dann zack, ist auf einmal ein Riesenhit. Dann kannst du immer sagen, ja, ich habe es nur so als Hinterhofprojekt gestartet. Das ist die natürlichste, weiß ich nicht. Ob es jetzt stimmt, okay, aber es muss ja nicht stimmen. Weil du hast ja, wenn du was programmierst, hast du schon irgendwie so ein bisschen das Ziel, dass du auch Spaß selbst dran hast, aber dass auch andere das sehen, weil wenn andere das sehen, das feiern, feierst du das halt auch. Und je mehr Spaß anderen haben, desto mehr Spaß hast du daran. Also du fängst ganz viele Projekte einfach nur an, damit du einfach Erfahrung sammelst, damit du was machen kannst, damit du rumspielen kannst. Aber du freust dich ja, wenn das andere haben. Du hast einfach diese Spanne ist größer, was ich meinte mit dem. Du hast Millionen von Schrott-Indie-Games, du hast aber auch richtig gute Indie-Games. Das kommt einfach dadurch, dass meistens in der groben Masse kann ein Indie-Game kompletter Müll werden, weil irgendjemand dran sitzt, der keinen Plan hat und sich einfach ausprobiert. Oder es ist irgendein Talent da, der sich wirklich Zeit lässt und dann halt was richtig Geiles rauskommt. Und bei den größeren Games hast du halt immer diesen Druck dahinter. Das ist nicht mehr, weil du Bock drauf hast, sondern das ist halt, weil es dein Job ist, weil es eine Marke ist, weil Geld dahinter steckt. Und dann wird es vielleicht trotzdem ein mega geiles Game draus. Und das ist grundsätzlich ein besseres Game als die meisten Indie-Games und die meisten Games von ganz, ganz kleinen Leuten. Aber es ist halt auch meistens nicht der große Mega-Hit, weil im Sinne von Innovation und ja, wenn halt nur ganz Leidenschaft ganz und irgendwas. Bestes Beispiel ist einfach Don't Starve zum Beispiel. Absolutes Early Access Crowdfunding-Spiel, voll durch die Decke geschossen. Das beste Beispiel Early Access und Indie, wie das gut gehen kann. Oder Battle Brothers. Oder Iratus oder Darkest Dungeon, das sind so alte Beispiele. Das sind alles so Handvoll Games, ne? Von 1 Million sind genau, 10 Stück. Alles Crowdfunding-Kram und oder. So viele Spiele bringen die Triple- oder Quad-A-Titel nicht raus. Die bringen halt ihre 3-4 Main-Games immer raus: FIFA 22, FIFA 23, Battlefield 4, 5, 3, 2, was weiß ich. Und COD ist immer das Gleiche. Und dann muss man auch noch die Technik ganz oft vergleichen. Da muss. Die bringen ein Spiel raus und das muss gut sein. Das war's. Die anderen bringen 1000 Spiele raus und da sind 10 gut. Das fällt dann nicht so auf. Aber so hat jede Firma ja mal angefangen. Jede Firma hat irgendwann mal wo sie klein war, zum Beispiel Battlefield. Die sind mit Battlefield 1942, die sind da, ist so durch. Deswegen heißt, ist dein Name so, sagst der Typico? Wegen FIFA, beste. Kuss. Logischerweise. Wenn ich mir vorstelle, damals, Battlefield 1942, das war so eine Innovation. 64 Spieler, ey, das ist die Kinder darunter gefallen. Allein was du für PC da damals brauchtest zu der Zeit. Das konnte fast keiner spielen, weil es einfach so die Leistung so hoch war. Aber so hat jeder hat halt sein Durchbruchsspiel, ne, wo halt, ne, die einer macht und vielleicht ein Studio aufmacht, ne. So hat jeder halt mal angefangen. Wir machen jetzt hier nochmal den Hardcore, oder?
Ich muss gucken, weil ich muss morgen früh noch raus. In 4,5 Stunden. Jetzt haben wir mit dir geübt und jetzt gehst du weg, oder was? Ja, was soll ich machen? Ich muss also raus. So eine Scheiße, Alter. Also ich dachte, ich verstehe deine Freunde, dass sie einfach weggehen von dir vor 12 Uhr. Wow. Weil du bist unerträglich nach 12 Uhr. So ein Ding ist das. Du musst dich schon ein bisschen hier dem Stream anpassen, also. Ja, echt, was soll der Scheiß hier? Ganz oder gar nicht hier. Also. Aber ist ja nicht schlimm, weil Fufi wird ja, glaube ich, jetzt mal mitmachen. Da können wir ja den Bauer tauschen, also den Hausbauer. Um 6 oder um 7 bin ich dann da. Hä? Bist du noch nicht fertig, oder was? Du. Ich muss jetzt gleich noch zur Kapsel zurück. Du meinst Define Edition Typico? Von Rockstar? Von GTA? Sollen sich ein Beispiel Rockstar nehmen? Ah ja. Fühle ich. Ja, du. Deswegen, also jede AAA, Quad-A-Firma, wie ich sie jetzt nenne, als Troll, hat verschissen. Du kannst da auch, selbst wenn du eine Ausnahme hast, ich weiß, was du meinst, GTA, natürlich 100 Jahre Entwicklung, dann ist es einfach eine Bombe, natürlich. Sicher, ist geil, aber dann darf man auch so eine Scheiße zwischendurch nicht machen. Das soll man einfach lassen. Aber Rockstar hat halt aber auch genau die Gelder immer eingenommen, die diese Titel rausbringen, ne? Um halt, ne, 6 Jahre zu entwickeln halt, ne? Ja, klar. Die haben halt die Buffer an Gelder, ne? Was für andere, die wir nicht haben. Und Rockstar, sagen wir mal ehrlich, die machen schon tolle Stories, keine Frage, aber die sind auch sehr arrogant, ne? Manchmal so, ne? Also teilweise habe ich das Gefühl, Rockstar, ne, einfach, allein was Modding Community betrifft und Offline angeht, einfach Mittelfinger zeigen, ne? Du musst halt manchmal vielleicht so sein. Um das in den, ja, Erfolg, das, um den Erfolg also zu haben. Ja, aber das können sich aber auch leisten, weißt du, wie die Leute kosten trotzdem. Also ich kriege immer gesagt, ja, du musst halt ein Arschloch sein, damit du musst, darf nicht so nett sein, sei ein Arschloch, dann bist du erfolgreicher. Ja? Sei einfach ein Huren, wie man so schön sagt, dann bist du erfolgreicher. Also ich bin da, also will jetzt hier nicht, dass es ein Modestream wird mit Rülps und Huren so und sagen alle und Digga alle 10 Sekunden, aber ja, sag mal, ja. Sei lieber ein Arschloch oder ein Huren und dann bist du erfolgreicher, aber ich bin, wie ich bin, halt eine Pussy und fertig. Das oder war's. Bestes Mann-Beispiel ist einfach, Westwood EA aufgekauft und was sie mit Command Conquer gemacht haben. Genau das hatten wir gestern auch. Bullfrog aufgekauft, Westwood so aufgekauft. Einfach so, hier Command Conquer 4, dieses Basis Twilight-Gedöns, wie das heißt da. Wollten sie mal was Neues ausprobieren und voll den Sand gesetzt, die Serie dadurch. Wieso probiert man mit so einem Titel sowas aus? Ich glaube, ich verstehe das raus. Wie, du bist auch raus? Enzo. Ja, ich bin gerade am überlegen rauszugehen. Ich rede jetzt nur kurz weiter Fuffi, oder? Bist du brauchst du noch lang? Ich bin hier am Einschlafen, ich guck meinen Bildschirm an. Achso, ja, ich starte dann rein. Wir haben joint, dann nicht fertig. Wir haben 6 Stunden, wir joint gut, ansonsten haben wir Charles weg. Ja. Weil bis einer nach dem anderen jetzt geht, nur weil wir kurz, ich dachte, es ist entspannt, wir machen eine Mission, wir quatschen 10 Minuten, eine halbe Stunde dazwischen, machen wir weiter. Aber wenn dann einer nach dem anderen geht, ist auch scheiße. Ich starte die Mission. Assembly don't trust anyone. Let's go. Join, wenn nicht, get pen. Gute Nacht und freue mich auf die Mission. Six hours warning. Bis 9 Uhr haben wir Zeit. Jo, ich würde sagen, wir bauen uns diesmal ein bisschen fetter auf, wegen Permadeath. So, und ich verabschiede mich mal aus dem Discord, ne? Bis dann, schlaf schön. Dann, ja, gute Nacht und an den Träumen. Danke fürs köstliche Bauen. Ja. Es ist interessant, so gesehen zu haben, das Bauen. Ja. Ich kann das auch nicht so mit diesen Türen und Boxen und schneller schmelzen sowas. Cool. Very nice. Naja, very das nice. Hatten wir ja noch nicht so richtig gehabt, ne? Das war ja. Aber wenn du halt diesen Teil in der Gruppe spielst, das ist doch gigantisch dann. Ja, genau. Ich baue mal alles um. Die ganzen Geräte. Außer Lagerfeuer, das ist eben anders gilt. Naja. Man sieht sich, hört sich. Jo, bis später. Ciao, tschüss. The Assembly weren't always a big presence on Icarus. Now they're looking to change that. Muss man halt schauen, dass noch so viele wie möglich bleiben, damit wir halt aufbauen können. Das dauert sonst zu lange. So. Server landet. Aber Tiere waren jetzt okay. Aber wir sind ja auch öfters nachts immer ausgelockt. Das ist ja eigentlich okay. Ne? See if you can track down whatever has been hunting their crews. Group 15's got a theory that exotics can make animals more aggressive. Ich bin nochmal zum Charakterbildschirm zurück, damit die Zeit zurückgesetzt wird. Ja, super, freut mich. Nein, warte noch. Ist der Server joint eben gerade?
gleich und dann lock ich aus und dann passt das. Aber Zeit. So. Ja, also ich meine, ist auch gut, dass wir verschiedener Meinung sind, was Indie-Games angeht, was Quad-A-Games angeht. Und wenn jemand das Spiel feiert, dann feiert es. Wenn man sagt, das Spiel bietet für seine 20, 25 Euro zu wenig und man zahlt lieber 60 Euro für Battlefield, ist das ja auch okay, das soll jedem das seine. 60 Euro für Battlefield zahlen oder sogar 100 Euro die Max-Version ist ja auch okay. Und hat dann halt vielleicht mehr Stunden Spaß im verbackten Spiel. Warum nicht? Kann man sich ja gönnen. Und selbst wenn jemand 60 Euro für Battlefield zahlt und da 10 Stunden Spaß hat drin und sagt, hey, das reicht mir. Mir reichen aber 100 Stunden Spaß in Battlefield, in Icarus nicht für 20 Euro, ist das ja auch okay. Das ist ja immer das eigene Verständnis oder die eigene Wahrnehmung. So, Server lädt rein. Bin ich ja mal gespannt. Also wir können nicht wiederbeleben. Okay. Das ist wild. Ich überlege. Ich überlege wegen dem Server. Ich müsste mit dem hin und her laufen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das würde ich den Server einfach im Haus abstellen. Wir geben ihm so einen Trinkschlauch, wir geben ihm so eine Atmungsteil und dann ist er halt da. Also, wir können ihn auch einfach dort lassen, wo er war und wo der ist, so wie immer. Ja, ist egal, oder? Ja. Ging mal schon hin. Also es ist eigentlich ready, wer joinen kann, joinen, den anderen lade ich ein. Ich lade mein Fufi ein. Enzo, bist noch dabei? Jo. Bist drin? So. Mhm. Dann passt es ja. Wenn ihr nehmt, ja. Wunderbar. Die erste... Ich brauch nochmal einen Einladungslink. Einfach back und wieder rein. Du mal nur aktualisieren. Ne, ging bei mir auch nicht. Ich musste komplett... zurück. Ist da? Okay. Jetzt geht's. Das Bauen ist aber echt. Ich finde das mit dem Bauen okay. Keine Ahnung. Wir haben auch wirklich stark gemerkt, was für Erfahrung halt jeder hat und sammelt. Zum Beispiel Zero hatte mit diesem ganzen Hauseinbrüchen nichts zu tun, bis wir ihm das gezeigt haben. Und jetzt ist er auch davon betroffen. Also, ne? Das gefällt mir noch nicht. Ja, doch, gefallen. Ich find's gut, ja. Ich find's nur noch halt schade, dass Stein so OP ist. So. Und das Schöne finde ich, dass wir hier sachlich diskutieren können und keiner irgendwie durchdreht, auch der Chat und so entspannt ist. Und dass wir akzeptieren und respektieren den anderen seiner Meinung. Außer von Jelf, der hat uns stich gelassen. Ist vorbei. Also Baubugs hatte ich auch noch gar keine. Genau, was genau meinen Sie denn mit Baubugs? Und Kollision ist halt nur die Steine, die halt manchmal Höhen und an den Webrändern ein bisschen sind, aber gut, das ist fast so ein verschiedenes Game. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das Spiel eigentlich Early Access gehört. Und das war's. Ja, Early Access und dann ist es ein perfektes Game. Ja. Aber dann noch ein halbes Jahr lang Patches gebracht und dann ist das Game ready to go. Aber die haben es nur von den Großen nachgemacht. Genannte Spiele haben wir halt ja eben genug gehabt. Die wollten halt alle so cool wie Rockstar und EA sein. So, okay. Und jedes Spiel, was mich länger als einen Tag einloggen hält oder zwei Tage einloggen hält, ist schon mal für mich okay. Weil oft spiele ich ein Spiel und nach einem Tag, das war's. Spiel nie wieder. Und wenn ein Spiel länger als eine Woche hält, dann... Wie viele Spiele habe ich in Steam, die unter 2 Minuten sind oder 10 Minuten? Wenn es da schon 100 Stunden ist, dann schon eine Ausnahme. Ich glaube vielleicht eine Handvoll Spiele, die über 100 Stunden sind. Wenn überhaupt. Das Rotieren ist aber eigentlich nicht schlimm, denn du hast ja 8 Punkte, an denen du dich orientieren kannst.
die äußeren und die inneren. Je nachdem kannst du das ganze Zeug rotieren. Das, was du mit den Wänden meinst und Dächern, da gibt es eine ganz, ganz klare Logik, die auch zu, ich würde jetzt einfach mal behaupten, 99% immer funktioniert. Und das ist ganz einfach. Da, wo du hinpointest, da wird es rangesnappt und zwar entgegengesetzt zu deiner Guckrichtung. Also von deinem Punkt, wo du hinpointest. Fertig. Willst du das Dach an eine Holzwand setzen, stehst du drauf, wird es drunter gesetzt. Stehst du drunter, wird es drauf gesetzt. Stehst du links davon, wird's rechts davon gesetzt. Stehst du rechts davon, wird's links davon gesetzt. Ja, das wusste ich jetzt zwar auch nicht, weil ich nicht so viel gebaut habe. Ich probiere halt einfach nur zwei, dreimal links, rechts und es geht. So. Okay. Fuffi, du brauchst noch, oder was, mit der Mission? Das ist eine ellenlange Large-Mission. Hör ich öfters. Ich wollte es jetzt mal nicht verpassen. Ich hab's vorhin schon gehört, aber irgendwie, keine Ahnung, hat jemand geredet oder ich habe mal gemutet oder so. Keine Ahnung. Zweite Runde hast du gedacht, die Chance nutzte. Einfach rein da. Hey, ich meine, auch wenn wir jetzt alle Charles verlieren, na und? 30 Tage Mission, Level 1 als Char, komme ich mit Level 2 raus. Hast du geschafft. Kein Problem. Entspannt. So all in all finde ich ein Spiel, was mich über 10 Stunden bei Laune hält, schon gelungen. Ja, was ich auch immer als Argument gern bringe, die Leute regen sich dann auf. Das Spiel hat 25 € gekostet. Ein Kinobesuch geht 2-3 Stunden. Mit Popcorn und allem, was dazugehört, bezahlt immer dasselbe. 50 fast. Popcorn, Nachos, dann, keine Ahnung, Cola, gönnen einfach hier. Oder? Und da wird auch nicht gesagt, oh. Nö, da geh ich nie wieder hin. Also. Der Film hätte ja mal 10 Minuten länger sein. Oder warum war das rot und nicht blau? Da wird auch hinterher bloß gesagt, ja, war jetzt nicht ganz so gut. So, aber Porsche, wenn der nächste Film kommt, der dich ein bisschen interessiert, gehst du auch wieder rein. Ich weiß, dann bezahlst du auch wieder die 20 €. Gibt's Kinos überhaupt nicht? Zu. Leider aktuell nicht mehr. Ja, ach, haben sie wieder. Aktuell, für Lockdown. Ich wollte Spider-Man gucken und die sind alle zu bei uns. Scheiße. Gibt's einen neuen Spider-Man? Ja. Ja. Okay. Letzte, den ich gesehen habe, war Teil 2. Ja, du bist halt alt. Ja, mit dem Jerry. Da kam noch der Spider-Man Dark, wo er doch schwarz und rot ist, keine Ahnung. Das habe ich schon nicht mehr gesehen. Oh, dann hingst du aber weit hinterher. Ja, doch, du hast den Kater. Das passt doch. Der Kater miaut dann den ganzen Sonntag den Kopf zu. Hier, Tibigo. Jungs, ich habe mir noch keinen Bogen oder irgendwas gebaut, ne? Ich bin direkt Hölle gerannt. Die ja, passt hier in der Höhle oder die dort hinten? Da, wo ich gerade bin. Wie viele Tiere sind denn hier? Ja, ich würde sagen, wir tacken ein bisschen hoch, oder? So ganz auf jeden Fall. Echt? Ich hab schon. Ja, okay, ich lass mich überzeugen, Tag 2. Kein Problem. Bin ja nicht so. Ja, du kannst ja machen, was du möchtest, oder? Gute Nacht. Gute Nacht. Was ist denn mit dem? Stirb! Oh, ich bin. Hä, ich krieg hier einen Höhlen-Debuff hier oben. Guck mal. Ich hab hier einen Höhlen-Debuff. Hä? Ach, da klopft. Was? Ich komme nicht mehr weg. Ich hänge in der Höhle fest. Achso, doch, jetzt geht's hier. Okay, das ist Hardcore. Man hat einen Höhlen-Debuff auch über der Höhle. Mhm, verstehe. Das dürfen wir aber nicht Typico zeigen. Sagt er wieder, Valheim ist besser. Mach kurz Augen zu, Typico. Engel. Alles gesehen, verdammt! Scheiße, ich kann das nicht häuten, das Viech. Das war irgendwie verbuggt sowieso schon. Meinst du, das geht sowas? Gut,
dass er nicht gleich alle gemarkt hat. Oder ein peu à peu gegeben hat es. Also ich würde sagen, Mitspieler des Tages ist Fuffi. Ja. Am wenigsten falsch gemacht. Ne? Ey, wenn ich gewusst hätte, dass die Mission so kacke ist. Du musst dir einfach einen extra Gag-Star machen. So jederzeit raus. Entweder haben sie irgendwas gepatcht, was dann doch ein bisschen kaputt gegangen ist, oder du hast einfach irgendwo an der falschen Ecke abgebogen und ist dadurch ein bisschen blöd gelaufen, weil ich bin das hinrennen. Es sind halt viel mehr Tiere. Das kann sein, dass das mit den Tieren irgendwie auch nicht zusammenhängt. Ich glaube, wäre hier die Hälfte Tiere, könntest du ja einfach. Aber dann ist ja wenigstens ein bisschen Herausforderung mit dabei jetzt mittlerweile. Man muss sich du mal dran gewöhnen. Ja, aber ich würde gerade ein bisschen nicht schnell rushen. Herausforderung. Wir müssen noch kurz einen Kommentar noch bringen, weil er schreibt, hier 10 Minuten gebraucht, um Dach anzubringen. Also oft sitzt der Bug jetzt nicht auf der Festplatte, sondern vor der Festplatte. Fehler 42. Mhm. Weißt du? Also die, so außerhalb des Gehäuses, auf dem Stuhl. In deinem Freundeskreis jemand, der Architekt ist. Architekt? Ja, er schaue ich genug. Also ich meine, ne? Hast du recht. Ich meine ja, dass ihm vielleicht da jemand zur Hand gehen kann. Ja, genau. Was denn? Was kaputt gegangen? 800 Steine bekommen. Ja. Egal, bauen wir eine Berliner Mauer hin, wir bedienen uns dann. So wie ich immer. So. Ist jetzt können wir keine Mission mehr so rushen. Von daher passt es ja. So, nehme ich den Speisekürbis jetzt mit oder geht er bis wir den angepflanzt haben oder verarbeitet haben kaputt? Der geht bis dahin kaputt. Wir brauchen erst Eisen, bevor wir irgendwas an Nahrung machen können. Dann lasse ich den hier liegen. Jo. Der liegt hier oben bei dem dritten Mal. Bauen wir die gleiche Stelle? Ja, war ja eben erfolgreich. Ich hoffe, wir können das wiederholen. Ich mache mich so langsam auf den Weg. Du bist ja voll im Busch, Marty. Da sieht man nichts mehr. Wo ist hier? Na, oh, Artkey. Zack. Wo ist das Tier hin? Bin ich dumm? Ich hab doch gerade ein Tier getötet. Ich hab das öfters, ich denke einfach, ich bin zu doof und sehe das nicht. Kann jemand die Frage beantworten? Ich glaube, die Frage zu stellen ist schon die Antwort. Also, ne? Schon klar. So, ich entspanne bis zum Lagerfeuer. Ach du Heilige. Ich hab genug Zeit, 5:44. Time is running out. Bin erst in 3 Stunden da. What happened? Oh shit, da ist ein Bär hinter mir, da ist ein Bär hinter mir, da ist ein Bär hinter mir, da ist ein Bär hinter mir. Na rip. Ich glaube, der Bär ist hinter dir her. Der Bogen lohnt sich gar nicht. Finde ich jetzt. Ha! Abgehängt. Was? Zum Kaufen von der Werkstatt oder was? Ja. Hab ich da gelassen. Der ist super. Ich brauch keinen anderen. Ich finde nicht so. Du kannst 714 mal schießen, bevor er kaputt ist. Und das ist das Geile. Ja, schön. Ja, genau. Ja, schön. Schön sagt er, ja. Oh. Okay, ich wollte den da hinten treffen. Also, sorry, Typico, das war auch ein Fehler. Ich wollte den eigentlich da hinten treffen. Was auch sein kann bei deinem Haus, wo du gemeint hast, zwecks 10 Minuten, vielleicht irgendwie kurz desync oder sowas außen einloggen, dann geht's vielleicht besser. Kann auch sein. Was ist denn das Vieh? Ich hab doch eben ein Vieh erschossen.
war doch hier, okay. Was schleppst du denn alles mit, Enzo? Musst du das alles mitnehmen? Ja, ich bin voll mit Metall und allem möglich. Ach, mit Metal? Ach so, ich dachte, du hast noch die Steine, die gebrockt.